Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein Video der etwas anderen Art, denn es gibt was zu feiern. Ja, wenn dieses Video online kommt, das wird wohl der 10.6. sein. Das heißt, ich habe Geburtstag. Ich werde allerdings nicht 3, sondern ein bisschen älter. Aber spulen wir mal 3 Tage zurück. Am 7.6. hatte meine Tochter Geburtstag und die wurde 3 und dementsprechend liegt auch noch dieser Luftballon hier. Aber Anfang Juni wurde nicht nur meine Tochter 3, sondern auch mein Bookstagram-Kanal. Denn Ende Mai, Anfang Juni hatte ich den eröffnet und habe dann ja neben meinem Booktube-Kanal hier auch noch auf Instagram angefangen, mit euch über Bücher zu quatschen. Und es gibt noch etwas zu feiern, denn am 7.6. kam Mala auf die Welt. Im folgenden Jahr, am 7.6. kam Love Me Girl auf die Welt. Und am 7.6. noch ein Jahr später kam Love Me Boy auf die Welt. Ich bin gar nicht zwanghaft. Ich weiß es. Aber ich fand das sehr schön, dass mein erstes Baby und mein zweites Baby und mein drittes Baby quasi alle am gleichen Tag Geburtstag haben. Und weil bei uns dementsprechend eine ganze Geburtstagswoche herrscht, ja, wir gönnen uns eine komplette Geburtstagswoche, in der es Kuchen gibt und gutes Essen und Freunde und Musik und Feierei, habe ich mir gedacht, nehme ich das zum Anlass und mache einfach ein bisschen, ja, Thankfulness mit euch. Ich möchte euch Danke sagen, ich möchte mich bei euch für alle euren lieben Kommentare bedanken und auch revanchieren. Und wie macht man so etwas am besten als mit einem Gewinnspiel? Ich habe mir verschiedene Pakete zusammengestellt und möchte die an mehrere von euch verlosen. Das Gewinnspiel wird natürlich nicht nur hier auf BookTube oder YouTube stattfinden, sondern auch auf Instagram. Also wer eine doppelte Chance haben möchte, kann auch gerne mal zu Instagram switchen. Da geht nämlich heute auch ein Beitrag online, um beim Gewinnspiel teilzunehmen. Doch jetzt kommt die spannende Frage: Was gibt es denn zu gewinnen? Ich habe mir gedacht, ich mache 4 Bookblind-Dates. Das finde ich persönlich nämlich immer super spannend. Und für einen 5., der keine Lust auf ein Blind Date hat, weil er schon glücklich vergeben ist, whatever, werde ich noch einen Thalia-Gutschein verschenken. Natürlich werde ich euch jetzt die Bücher nicht in die Kamera halten, sondern werde euch nur ein paar Tipps geben, was sich hinter besagtem Blind Date verbergen könnte. Ich habe wieder Wortfindungsstörungen. Zum einen hätten wir ein Buch mit einem Setting in Schottland. Es geht um Freundschaft, es geht um Familie und es geht um einen Reihenauftakt. Das wäre Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 hat ein amerikanisches Setting. Buch Nummer 2 ist aus dem New Adult Genre. Buch Nummer 2 geht um eine Person, die sich neu findet. Ich gebe zu jedem Buch 3 Tipps. Vielleicht klingt es ja für euch interessant. Buch Nummer 3. Habe ich jetzt die ganze Zeit 2 oder 3 gesagt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das zuvor war Buch Nummer 2, jetzt kommt Buch Nummer 3. Buch Nummer 3 ist ein Self-Publisher-Buch. So viel kann ich mal sagen, das ist nicht meins. Es ist ein Self-Publisher-Buch. Es hat aber auch Beach Vibes, würde ich jetzt mal sagen. Und es dreht sich um eine Thematik, die ich bisher noch nie in einem Buch gelesen habe, die aber auch mal interessant war. Ja, das waren eigentlich die 3 Thematiken. Also es ist kein Standardthema, sagen wir es mal so. Buch Nummer 4 ist Erstauflage mit Erstauflagenbuchschnitt. Es ist eine Young Adult Geschichte und es ist eine tragische Geschichte. Das wären die 3 Tipps zu Buch Nummer 4.
Ja, ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu verwirrend für euch. Ich werde euch natürlich alle Fakten nochmal unten in die Infobox packen. Das kam jetzt alles so ganz spontan aus meinem Kopf heraus. Ich habe das Video auch ganz spontan gestartet, von daher passt das schon. Ja, wie könnt ihr jetzt teilnehmen? Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr Buch 1, 2, 3 oder 4 daten wollt oder ob ihr einfach für den Gutschein in den Lostopf springen wollt, dann könnt ihr euch natürlich selbst ein Buch aussuchen. Ich werde natürlich alle Bedingungen auch nochmal in die Infobox packen. Ansonsten lasst mir irgendwie eine Möglichkeit da, dass ich mit euch in Kontakt treten kann. Sei das jetzt eine E-Mail-Adresse oder euren Instagram-Namen oder schreibt mir direkt eine DM bei Instagram, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher und sagt mir einfach, dass ihr mir einen Kommentar bei YouTube auch geschrieben habt und dann kann ich euch auch zuordnen und dann seid ihr im Lostopf. So einfach ist es. Ja, ich werde euch natürlich auch wieder alle Teilnahmebedingungen in die Infobox packen, dass ihr über 18 Jahre sein sollt, dass ihr, falls ihr es noch nicht seid, die Einverständniserklärung eurer Eltern braucht und so weiter und so weiter. Findet ihr alles unten in der Infobox. Das war es jetzt von mir. Ich werde jetzt weiter meinen Geburtstag feiern. Der ist zwar jetzt, wenn ich es drehe, nicht heute, aber wenn ihr das Video seht oder wenn das Video online geht, habe ich heute Geburtstag. Stellt ihr euch einfach hier noch eine wunderschöne Krone vor. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und aua, das war der Tisch. Das war der Tisch. Bis zum nächsten Mal.